CDU-CSU. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Stein, das Wort Klabautermann habe ich in der CDU-CSU-Fraktion als geschützt herausgegeben für mich. Sie haben aber recht, bei den Beiträgen der Opposition dürfte man es durchaus wieder verwenden. Beim Kollegen Behrens von den Linken habe ich nicht verstanden, in welchem Land, auf welcher Welt er überhaupt lebt. Also der Redebeitrag war nicht mal dem Klabautermann würdig. Aber zum Thema selbst. Es herrscht raue See für die maritime Wirtschaft. Gerade jetzt, wo sich die Schifffahrt nach jahrelanger Krise in einer Konsolidierungsphase befindet, bricht der Markt für den Schiffbau ein. Seit 2013 ist der Umfang an Schiffbauaufträgen weltweit um 75% eingebrochen. Die deutschen Werften sind trotzdem noch gut im Geschäft, weil sie nicht im Frachtschiffbau eine große Rolle spielen. Aber die maritime Wirtschaft ist mehr als Werften und Reeder betroffen. Vom Auftragsrückgang sind vor allem die zahlreichen Zulieferbetriebe aus ganz Deutschland. Aber wir alle wissen, und das gilt dann auch für die Opposition, bei schönem Wetter kann jeder segeln. Erst bei Sturm bewährt sich der gute Kapitän. Die unionsgeführten Bundesregierungen haben seit 2005 viel für die maritime Branche bewegt, etwa beim Flaggenrecht, der Schiffsbesetzungsverordnung oder dem Infrastrukturausbau. In schwierigen Zeiten hat sich vor allem das Bundesverkehrsministerium als zuverlässiger Partner erwiesen. Die Branche kann sich nicht nur auf Verkehrsminister Dobrindt, sondern besonders auf den Staatssekretär Enak Fährlemann als erfahrenen Lotsen verlassen. Dafür einmal danke. Daher bin ich zuversichtlich, dass das Bundesverkehrsministerium die verkehrspolitischen Forderungen unseres Antrages auch so schnell wie möglich umsetzen wird, etwa die Reform der Seelotsenausbildung, die Automatisierung und die Digitalisierung der Hafenprozesse, das nationale Hafenkonzept und die weitere Modernisierung der Flaggenstaatsverwaltung. Nicht zu vergessen sind die Erhaltung und die Weiterentwicklung des maritimen Know-hows in Deutschland. Denn ohne dieses Fachpersonal blutet auch die maritime Wirtschaft aus. Wichtigster Schwerpunkt wird jedoch die Abarbeitung des Bundesverkehrswegeplans sein. Trotz aller Digitalisierung der Wirtschaft, sehr geehrte Frau Wilms, braucht Deutschland auch weiterhin eine Optimierung von Straße, Schiene und Wasserstraße. Unser Verkehrsnetz von der Flensburger Förde bis zum Bodensee ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Damit das so bleibt, setzen wir auf die seewärtigen Zufahrten und Hinterlandanbindung der deutschen Seehäfen. Maßnahmen wie die Sanierung des Nord-Ostsee-Kanals, die Elbe-Vertiefung, die zahlreichen Engpassbeseitigungen im Fernstraßen- und Schienennetz und auch bei den Binnenwasserstraßen. Ich bin persönlich davon überzeugt, ohne klassische Transportinfrastruktur wird die maritime Wirtschaft in Zukunft nicht funktionieren. Aber, liebe Frau Wilms, zur Kehrseite. Aus Niedersachsen kann ich jede Woche eine neue Ankündigung der Presse lesen, wie die rot-grüne Landesregierung mit dem SPD-Verkehrsminister mit diesen wichtigen Verkehrsprojekten umgehen will. Egal ob Ems, Elbe, Weser, Küstenautobahn oder A39. Nachhaltig bei den Grünen ist dabei nur die Blockadehaltung. Während die SPD Segel setzen will, werfen die Grünen den Anker. Dann steht das Schiff still. Im Antrag der Grünen macht die Kollegin Wilms den maritimen Koordinator Uwe Beckmeyer für 4 verlorene Jahre verantwortlich. Dazu sage ich, jeder kehre vor seiner eigenen Tür. Was ihre grünen Parteifreunde in Hannover seit 2013 geleistet haben, ist vertrödelte Zeit. Diese Politik der Verweigerung, des Schlechtredens ist nicht nur ein Handicap für Niedersachsen, sondern für ganz Deutschland. Deshalb machen CDU und CSU diesen Kurs nicht mit. Die deutschen Arbeitnehmer und Arbeitgeber können sich auf eines verlassen. Volle Fahrt voraus für eine maritime Wirtschaft gibt es nur mit der Union. Herzlichen Dank.
Ich schließe die Aussprache.